Zeit. Yo, was geht, Leute? Es ist wieder Blight Knight. Heute, wie ihr gehört habt, Review zu Mortal Kombat. Ja, die Demo habe ich mal angezockt, die es im US PS3 Store gab, also PSN Store. Und ja, jetzt hört gleich mal zu. Sub-Zero. Merkt ihr was? Scorpion. Immer noch nicht? Johnny Cage. Milena. Sub-Zero. Vielleicht habt ihr es gemerkt, also ich spiele jetzt erstmal auf Mittel im Übrigen. Vielleicht habt ihr es gemerkt, das ist mein erster dicker Minuspunkt, dass es nicht dieselbe Stimme, die die alten Mortal Kombat Teile und auch Mortal Kombat vs. DC Universe synchronisiert hat. Das ist nicht derselbe Fight-Sprecher, das ist nicht derselbe Typ, Mann. Finde ich total scheiße, ganz ehrlich, die Stimme, man merkt es. This fight will be your last. Vengeance will be mine. Round one. Fight! Da, fight! Das klingt total assi, Mann. Der Alte hat gesagt, fight! Und so, das war einfach viel cooler auf jeden Fall, der alte Typ. Ja, ansonsten diese Intros, die ihr am Anfang von den Kämpfern immer habt, sind eigentlich sehr cool gemacht. Die finde ich sehr geil. Coole Idee, gefällt mir gut. Ansonsten hier so 1, 2, 3 Kombos, die ich gerade mache. Ich probiere es übrigens zum ersten Mal hier und bin kein besonders guter Beat'em-up-Zocker. Also ich zocke sowas eher selten, weil ich schnell den Spaß daran verliere, muss ich leider sagen. Ich mag Mortal Kombat sehr. Mir gefällt es an sich gut, das Genre. Aber wie gesagt, ich kann auf Dauer persönlich kein Beat'em-up spielen, weil es mir einfach zu schnell langweilig wird, weil es immer dasselbe ist. Also es macht halt eher Spaß, wenn man mit einem Freund irgendwie zockt und halt gegeneinander sich fetzen kann. Oder wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat und den Arcade-Modus halt dann durchmacht, eben diese Pyramide, so wie jetzt gerade. Ja, ansonsten attackenmäßig, ja, nicht viel Neues. Einige Kombos sind neu, aber die Special-Attacken sind natürlich dieselben wie immer. Was natürlich auch so sein muss, wäre scheiße, wenn es nicht so wäre. Ja, die Levels, das Design, also hier sind zwei Levels zu sehen, das hier ist das erste im Wald. Sind eigentlich auch ganz cool, man kann hier sehr geile Umgebungskills machen, das werdet ihr hier am Schluss noch sehen. Im Übrigen, für die, die jetzt gerade denken, oh, der spielt scheiße, ich krieg weg, am Ende kriegt ihr alle ein Fatality zu sehen, also keine Angst, keine Angst. So, nächster Gegner, Johnny Cage. So, wieder mit dieser blöden Synchronstimme. Schade, schade. This fight will be your last. I make this look easy. So, den Kampf überspringen wir mal, weil wie gesagt, ihr kriegt noch euren versprochenen Fatality. Das wird dann der Endfight gegen Johnny Cage sein. Deswegen überspringe ich den Fight jetzt mal und gehe über gleich zu Milena. So. This fight will be your last. Wieder das schöne Intro. Let us dance. Round one. Fight. Ich bin da extra still, dass ihr das hören könnt, dass ihr wisst, dass dieser Unterschied da ist. Also, wenn ihr die Mortal Kombat Teile habt, hört dazu, das ist nicht derselbe Typ und das finde ich, also das ist ein dicker Minuspunkt, muss ich echt sagen. Ansonsten gefällt mir das Spiel gut, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der große Beat'em-up-Zocker, aber Mortal Kombat-Genre war schon immer cool, hat mir schon immer gefallen. Und auch dieser Teil ist sehr geil, in der Demo hat man halt sehr wenig Möglichkeiten, man kann nur hier gegen vier Spieler spielen, dann ist auch diese Arcade-Pyramide wieder schon zu Ende, du kannst nicht mal gegen Goro dann kämpfen. Von daher, du kannst halt hier nur ein bisschen Kombos machen, Fatalities kannst du schon machen, sind hier in der Beschreibung mit drin. Auch sehr geil, du kannst diese X-Ray-Kombos machen, was ich gerade versucht habe, aber in die Hose ging. Die sind auch sehr, sehr geil. Aber wie gesagt, die ganzen anderen Modi, die es geben wird, die man im Trailer gleich am Schluss sieht, die fehlen halt leider alle und das ist schade, dass man die nicht austesten kann. Also selbst muss ich sagen, ich werde mir das Spiel irgendwann holen. Ich weiß aber nicht wann, weil 60€ gebe ich nicht dafür aus. Also ich warte, bis es irgendwann mal günstiger wird und kaufe es sowieso uncut in UK oder sonst wo, also nicht in Deutschland. Da ist es sowieso günstiger davon abgesehen, aber selbst da zahle ich nicht den vollen Preis. Weil wie gesagt, Beat'em Up wird mir leider zu schnell langweilig, auch wenn das Spiel geil ist. Aber ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen für Beat'em Up Fans, für Mortal Kombat Fans. Holt euch das, das ist echt geil, das macht Spaß. Und ja, auch wenn ich hier jetzt nicht die allerkrassesten Kombos habe, wie die Leute später im Trailer, aber
Das kommt halt mit der Zeit. Zack. Da seht ihr gerade einen der übergeilen X-Rays, die hier mit drin sind. Also das sind richtig geile Special-Kombos. Da kriegt ihr gegen Johnny Cage von mir auch noch eins zu sehen dann gleich. Also das sind richtig geile Dinger, muss man wirklich sagen. Ja, Umgebungskill habe ich vorhin ja nochmal angesprochen. Wäre ja hier, dass man einen in den Baum reinschmeißt und der dann gefressen wird vom Baum eben. Das ist einer dieser Umgebungs-Fatalities. So, jetzt versuche ich gerade, aber Tastenkombi hat irgendwie leider nicht funktioniert. Ich wollte nämlich eigentlich die eigentlich in den Baum schmeißen. Schade, schade. Aber, naja, beim nächsten Fight wird das alles sehr ansehnlich werden noch. Genau, jetzt hätten wir gegen mich in der Pyramide, aber ich habe es dann zweites Mal nochmal gemacht. Und dann war die Pyramide oben gegen Johnny Cage, weil warum soll man Sub-Zero gegen Sub-Zero sehen? Ist ja langweilig. Deswegen, zack, los geht's, Johnny Cage. Pam, pam. Also wie gesagt, Grafik im Übrigen ist auch okay, sie ist cool, aber auch nicht die Übergrafik. Also im Vergleich jetzt zu Mortal Kombat vs. DC Universe hat sich nicht allzu viel verändert, finde ich, von der Grafik her. Also es ist okay, aber ja, ich habe Besseres gesehen, sage ich mal. Aber es ist, wie gesagt, es hat einige negative Punkte, das Spiel, wie diesen Synchronsprecher, was mich echt aufregt, dass das nicht derselbe Typ ist, weil der war so cool, der hat so ein Flair gehabt, vor allem eben dann beim Mortal Kombat vs. DC Universe war der ja auch dabei. Einfach geil. So, jetzt, Moment. Jetzt kommt gleich X-Ray-Combo. Kratz. Headbutt. Extrem geil. So, jetzt aber. Komm. Umgebungsfatality. Los. Jawohl. Sub-Zero wins. Fatality. Tja, der ist ja auch bekannt. Schon im allerersten Mortal Kombat war das schon zu sehen. Sollte jeder kennen mittlerweile. Sehr cool. Und jetzt genießt erstmal den Trailer hier, der nach der Demo kommt. We are men. You are but one. You will learn respect. Your soul is mine. Test your might, test your sight, test your strike, test your luck. You will not see the end of this day. Also Fazit, wie gesagt, es ist cool, es hat einige Minuspunkte, aber es hat auch viele, viele Pluspunkte und leider konnte man in der Demo nicht alles anzocken, aber von daher, ich empfehle es für Mortal Kombat, für Beat'em Up Fans, holt euch das, es ist sehr geil, alle anderen, wartet bis es günstiger wird, dann taugt es auf jeden Fall und ja, somit auch schon wieder bis zum nächsten Mal, Channel abonnieren, Daumen hoch bei dem Video, Kommentar lassen und Peace, bis zum nächsten Mal, ciao.